Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Mittwoch, dem 8. April. Wir schauen wieder auf den DAX während der Morning Session sozusagen. Viel ist bislang nicht passiert. Insofern widmen wir uns ja gleich mal dem Stundenchart. Wir sehen hier die eingezeichnete Tendenz von gestern. Es ging hier und wahrscheinlich auch heute wieder um die Marke von 12.100 Punkten. Es gelang hier am Nachmittag oder während des Nachmittagshandels der Ausbruch über dieses Level. Der auch durchaus präferierte Ausbruch, doch so richtig Schub kam hier nicht mehr auf. Der DAX hier mehr oder weniger lethargisch dann unterwegs, um dann hier letztlich in den Abendstunden wieder zurückzusetzen. Aber wir sehen hier, er stabilisierte sich relativ frühzeitig und setzte nicht, wie hier in diesem Alternativszenario durchaus angedacht, wenn wir eben hier nicht über 12.100 Punkte herausziehen können, dass es eben dann hier doch zu einem Test dieser Aufwärtstrendlinie kommt. Das geschah aber nicht. Vielmehr oszillierten wir seitwärts und haben eben hier heute Morgen aufgrund positiver Konjunkturdaten einen Auftrieb erlebt. Jetzt in wenigen Minuten kommen hier auch nochmal die Einzelhandelsumsätze für die EU raus. Heute Morgen gab es positive Daten von den Auftragseingängen der Industrie. Das war auch der Grund, warum die Kerze hier so dynamisch nach oben schoss. Im vorbörslichen Handel, dann gab es die Eröffnung 9 Uhr, kleiner Rücksetzer, wieder hoch und jetzt sind wir mehr oder weniger wieder am Einstandslevel. So richtig Fahrt ist bislang nicht aufgekommen. Es bleibt dabei, wenn der DAX jetzt hier nicht nachhaltig über 12.100 Punkte im Intraday-Bereich rausziehen kann, dann ist es durchaus anzunehmen, dass wir hier diese, und da skizziere ich einfach nochmal diesen blauen Verlauf, dass wir hier diese Aufwärtstrendlinie nochmal touchieren. So, diesen Bereich etwa. Wir werden nochmal hier ein Stück weit anpassen. Das ist möglich, dass wir hier bis zu dieser Marke zurücksetzen, um dann praktisch hier oberhalb von 11.950 anzuziehen. Das ist hier jetzt erstmal das Level 11.980 roundabout. Das wäre ein Zielniveau für den Fall, dass wir nicht über 12.100 Punkte rauskommen. Warum? Weil es hier sich um diesen Aufwärtstrend auf Stundenbasis handelt, der seinen Ursprung hier vom 26. März findet. Wohlbemerkt in der 24-Stunden-Indikation, aber durchaus eine maßgebliche Zone, die auch hier mit diesem 23,6er Level zusammenrührt, also es kann auch schon bei 12.023 drehen, aber hier in dieser Zone 12.023, 11.980 scheint mir der DAX dann relativ gut abgesichert für einen neuen Auftrieb, für einen neuen Aufwärtsschub, wenn es denn dazu kommt. Andererseits muss man ganz klar interpretieren, bleiben wir hier über 12.100 Punkte und festigen dieses Niveau, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir 12.200 Punkte alsbald anvisieren, um dann auch, und das haben wir natürlich gestern auch schon besprochen, weiter nach oben rauszuziehen. Die Saisonalität ist durchweg bullisch. Wir haben auch hier, das will ich heute im Stundenchart in der Welt gleich mal ergänzen, einen positiven Tag mit 54% positiver Schlusspreise. Das ist durchaus erstrebenswert, wenngleich, schauen Sie auf den Donnerstag, haben wir hier eine klare Hausnummer mit 59% positiver Schlusspreis und das ist schon eine Indikation, die hier durchaus Mut macht für einen positiven Wochenabschluss, wenngleich, Sie sehen es am Freitag, nur 38%, da schon wieder eine gewisse Relation aufkommt, aber noch ist nicht aller Tage Abend, warten wir mal konkret ab, was sich da hier noch an den Märkten auftut bzw. hier noch darstellt. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, der DAX scheint hier weiter im Bullenmodus zu verweilen und deutet hier durchaus Potenzial auf der Oberseite an. Das lässt sich hier einfach nicht bestreiten. Und insofern oberhalb von 12.100. Und dieses Niveau festigen wir aktuell mit Bravour. Stehen die Chancen für eine unmittelbare Aufwärtsperformance durchaus gut. Schauen wir kurz auf den großen Tageschart. In diesem breiten Trendkanal, den wir hier schon seit der ersten JFD Live Trading TV-Sendung im Fokus haben, sehen wir, dass der Index hier mehr oder weniger immer wieder nach oben oszillierte, unlängst hier mit diesem Bereich kämpfte und wir haben vielleicht eine ähnliche Situation wie hier zuletzt Ende Januar, Anfang Februar, die sich jetzt hier im Sinne dieser Seitwärtsbewegung jetzt dann doch mehr wieder positiv auflöst und das hätte natürlich zur Folge, wenn Sie sich den Chartverlauf ansehen, dass das präferierte Szenario mitsamt neuen Hochs in Richtung 12.350, 12.400 Punkte hier dann wieder an Zugkraft gewinnt. Das hat sich nicht geändert, insofern werden wir den DAX hier auch weiterhin oder würde ich den DAX hier weiterhin ganz klar bullisch präferieren, im Sinne weiter wieder anziehender Kurse und jetzt warten wir mal ab, was passiert, wenn jetzt hier in wenigen Sekunden die Einzelhandelsumsätze reinkommen. Die 11 Uhr Kerze, DAX noch ein bisschen verhalten. So, uns mal kurz den Newsflash aufrufen.
Und dann harren wir mal der Dinge. Der Markt selber Euro-US-Dollar kurzfristig zurückgesetzt, sucht aber jetzt wieder Stabilisierung, fängt sich bereits wieder Einzelhandelsumsätze erwartet wurden, minus 0,1. Es waren für Februar minus 0,2, also ein Stück weit schlechter die Einzelhandelsumsätze ausgefallen als erwartet. Für den DAX selbst hat es jetzt hier keine großen Eruptionen herbeigebracht. Wir festigen uns weiter oberhalb dieses Levels. Insofern bleibt die Ausgangslage unverändert bullisch. Wollen wir sehen, was der DAX macht? Einzelnen DAX-Titel oder einen einzelnen DAX-Titel werde ich jetzt in Kürze wieder im JFD-Stream des JFD-Desktops nochmal posten. Morgen dann gegebenenfalls, wenn der DAX hier nicht weiter ordentlich an Zugkraft gewinnt, dann auch direkt mal in der Morning-Beschau hier diverse DAX-Titel. Wenn Sie da Wünsche haben, scheuen Sie sich nicht im Desktop, im JFD-Desktop, da gewisse Wünsche zu äußern. Gegebenenfalls oder hin und wieder werden wir Freitag immer eine Abfrage für Wunschanalysen zum Montag machen. Das fiel jetzt in der jüngsten Zeit aus. Nichtsdestotrotz hier der Aufruf, wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch gern heute schon den einen oder anderen Wunschtitel für die nächste JFD Live Trading TV-Sendung oder einem schriftlichen Check sozusagen gern posten, einstellen. Und insofern sage ich jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Bleiben wir bullisch für den DAX gestimmt, sieht gut aus und in dem Zusammenhang auf bald, Ihr Christian Kämmerer.